Kreuzing. So, ich habe mal wieder ein Review für euch. Und zwar, was ganz abgefahren ist, weil wir es erst vor kurzem besprochen hatten und ich die lange Zeit nicht auf dem Schirm hatten. Und zwar das neue Album von Darkened Nocturne Slaughtercult. Das heißt Mardon. Ganz interessant vorweg, die Band habe ich jetzt Jahre nicht mehr im Blick gehabt. Also das letzte war irgendwie dieses Nocturnal March Album oder so. Das habe ich so drauf gehabt. Das ist schon ein paar Monate her. Jetzt kam das letztens in diesem Top 5 Video, was ich hier hatte, kam sehr viel Resonanz. Darkened Nocturne Slaughtercult sind eine der geilsten deutschen Black Metal Bands. Und dann habe ich gesehen, die bringen ein neues Album raus. Da konnte ich es natürlich nicht sein lassen, reinzuhören und mir es zu kaufen. Und naja, das habe ich nun getan, reingehört und alles. Und ja, ich weiß nicht, warum ich die Jahre nicht beobachtet habe. Also, das ist eine grandiose Band. Die bestechen durch ihre Vielseitigkeit. Ich habe jetzt die letzten beiden oder drei wahrscheinlich sogar Alben nicht gehört. Aber die bestechen einfach durch ihre Vielseitigkeit. Die haben, was sie damals schon hatten, das ist mir irgendwie völlig entfallen. Geile Tempowechsel und sehr vielseitig, aber dabei irgendwie auch immer Darkened Nocturne Slaughtercult. Also es ist so, dass die mit sehr vielen Tempowechseln spielen. Also die haben immer was Rockiges zwischendurch, dann auch auf die Fresse. Das Riffing ist entsprechend aufwendig, ohne dass es jetzt so wirkt, aber sehr viel Riffgewalt drin, sehr viel Riffvarianz und dann durch diese Wechsel und auch im Sound. Also die haben Songs, die gehen 6 Minuten, ein bisschen länger, ein bisschen härter. Die haben welche, die gehen unter 4. Die sind einfach sehr vielseitig. Was natürlich so den ganzen Rahmen gibt, ist halt die Stimme von Onila. Ich glaube, das ist ihr Name, Onila. Die einfach sensationell ist. Also, die hat was Kehliges, Beißendes, Urböses. Das ist einfach grandios. Und ich meine, das Album fängt schon mit so einem unheilvollen Intro an. So klar, wie man das halt kennt, irgendwie atmosphärisch. Aber dann der erste Song, das ist auch direkt der Titeltrack. Die hat so ein Das ist super geil. Also was die aus ihrer Stimme holt, ist einfach nur bombig. Und da kann man einfach nur den Hut vor ziehen. Also stimmlich einer der besten Black Metal Sachen, die ich so kenne. Richtig geil. Von den Songs fand ich noch diesen Exaudi Domine, heißt der, glaube ich. Der ist mir auch recht gut gefallen, aber das ist jetzt auch, man nimmt jetzt irgendwas raus. Also es sind 10 Songs, die alle geil sind. Und ja, das ist irgendwie, dass sie einerseits musikalisch so variabel mit vielen Tempowechseln, Riffwechseln arbeiten, aber die Stimme so insgesamt das den ganzen Rahmen fasst. Man muss sagen, ich hatte den Eindruck, dass recht wenig Gesang da war, aber es könnte jetzt auch nur so eine Intuition sein. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, wie sprachlich variabel die sind. Also der Titeltrack, meines Erachtens der beste auf dem Album, ist, glaube ich, polnisch, wenn ich das richtig gelesen habe, auch im Booklet. Das ist ein Song, der polnisch singt, dann wechselt die häufig zwischen Englisch und Latein. Wenn man Latein nicht ganz eingerostet ist, müsste es Latein gewesen sein. Und das ist alles diese Variabilität, die Darkened Nocturne Slaughtercult scheinbar auch ausmachen. Ich habe mir natürlich dann im Nachhinein natürlich noch alte Sachen angehört und so. Und eine Band, wo ich echt nicht weiß, warum ich die so wenig beobachtet habe in der letzten Zeit. Und dann halt auch nicht in die Top 5 der besten deutschen Black Metal Bands geballert habe, weil die, glaube ich, wahrscheinlich einen Platz verdient hätten. Aber umso lustiger, dass jetzt sofort das Album rausgekommen ist. Und ja, da passt alles. Also die Aufmachung ist okay, die Spiellänge ist okay. Die Songs sind super geil, die Stimme ist sensationell. Es ist einfach ein rundum absolut geiles Black Metal Album. Und aus dieser Euphorie hört ihr schon. Ich gebe volle 5 von 5 Punkten. Das ist mega fett. Also kann jetzt natürlich auch sein, vielleicht ist der fünfte Punkt so ein bisschen durch die Euphorie erschlichen und jetzt aus dem subjektiven Kontext herausgezogen. Aber Darkened Nocturne Slaughtercult machen einfach Black Metal at its best. Also es ist wirklich so, dass die das einfach auf ein eigenes Level heben, ne? Und mit Stimme arbeiten, mit also urböse sind die und wirklich Black Metal, Kern Black Metal, ohne dabei aber schrammelig oder kacke zu sein oder sich selbst irgendwie so zu kopieren. Und ich finde, das ist was es heutzutage nicht mehr so häufig gibt, ne? Und deswegen, also Darkened Nocturne Slaughtercult mit dem neuen Album Mardon,
einfach eine fette Nummer. Also da passt einfach alles zusammen. Ich bereue nicht, dass ich mir das gekauft habe. Und genau, und deswegen auch 5 von 5 Punkte vergebe. Ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr davon haltet und was ihr vom neuen Dark Nocturne Slaughter Cult Album haltet. Ich muss mich aber trotzdem bedanken, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, weil das ist einfach, ja, es ist super, dass man die wieder auf dem Schirm hat. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.